Hey Leute, am 29. Juni vor 10 Jahren war nicht nur hier in New York, sondern auch in vielen anderen großen amerikanischen Städten die Hölle los, weil zum allerersten Mal eine ganze Menge Leute im großen Stil vor Apple Stores übernachtet haben, weil sie sich super stark auf den Release von diesem Gerät hier gefreut haben, dem allerersten iPhone. Und das auch vollkommen zu Recht, weil dieses Ding hat nicht nur die Smartphone-Industrie, sondern auch die Zukunft, in der wir heute leben, maßgeblich mitgestaltet. Aber das ist jetzt schon 10 Jahre her und seitdem hat sich nicht nur Apple als Firma selbst, sondern auch die Konkurrenzsituation stark geändert, weil eine ganze Menge Firmen Geräte rausgebracht haben, die dem iPhone nicht nur die Stirn bieten können, sondern es in vielen Punkten auch maßlos übertreffen. Aber jetzt haben wir ihn ja endlich, den 10. Geburtstag vom iPhone, und zum Jubiläum hat Apple dieses Ding hier rausgebracht, das iPhone 10. Und ob das an die Legende seines Urgroßvaters anknüpfen kann, das klären wir nach dem Intro. Viel Spaß! Was haben diese drei iPhones gemeinsam? Gut, sie sind alle weiß, aber abgesehen davon verbindet sie doch eine ganze Menge, denn das iPhone X ist, zumindest intern, ein iPhone 8. Und weil ich zu dem Smartphone schon ein Review gemacht habe, das ihr unten in der Videobeschreibung oder in den Infokarten findet, fasse ich die Gemeinsamkeiten für dieses Review nur noch mal kurz zusammen. Wir haben denselben A11 Bionic Prozessor, der zurzeit alles auf dem Smartphone-Markt in Stücke reißt. Die Stereo-Frontlautsprecher wurden beim 8er verbessert und klingen auch beim iPhone X klasse. Die Taptic Engine ist weiterhin der beste Vibrationsmotor, den ich kenne. Der Blitz kann jetzt Bilder ohne Überbelichtung schießen und auch allgemein ist die Kamera episch. Die Bilder sehen einfach extrem gut aus und 4K-Videos strahlen mit 60 FPS, während bei 1080p ganze 240 FPS Slow-Motion-Clips möglich sind. Die Verarbeitung ist ebenfalls auf demselben hohen Level, auch wenn der Hochglanzrahmen beim iPhone X dafür sorgt, dass sich das ganze Gerät deutlich mehr Premium anfühlt. Ich persönlich mag's, aber ich kenne auch viele, die den matten Rahmen vom 8er bevorzugen. Abgesehen vom Rahmen hat sich aber auch das Kameradesign hinten geändert. Linsen, Mikrofon und Blitz sind jetzt in einem herausstehenden Block zusammengefasst, was bei Hüllen deutlich besser aussieht. Außerdem ist die Anordnung jetzt gedreht, was auch viele gewöhnungsbedürftig finden. Allerdings steckt da ein ziemlich genialer Schachzug dahinter, denn gerade beim weißen Modell ist das iPhone X anhand der Kamera auch von ziemlich weit weg zu erkennen. So ist es mir in New York tatsächlich mehrfach passiert, dass Leute mich auf der Straße gefragt haben, ob ich da das neue iPhone hätte. So richtig spannend wird's aber auf der Vorderseite, denn beim iPhone X sind beinahe alle Entscheidungen wegen oder besser gesagt für das Display getroffen worden. And what a beauty it is. Ich hätte nie gedacht, dass Apples erstes OLED-iPhone-Display mich, was die Bildqualität angeht, so begeistern würde. OLEDs haben ja normalerweise immer so ihre Problemchen. Irgendwelche funky Display-Matrixen mit löchriger Flächendarstellung, übersättigte Farben oder seltsame Weißwerte, aber all das findet man hier nicht, denn die Kalibrierung ist ein wahrer Geniestreich. Das iPhone X Display sieht so aus wie das iPhone 8 Display, nur irgendwie noch schöner. Und auch die Auflösung von 2436x1125 Pixeln und die daraus resultierende Pixeldichte von 458 ppi gefallen mir deutlich besser als erwartet. Scheinbar nutzt Apple da einige clevere Anti-Aliasing-Techniken, um trotz der Pentai-Matrix Kanten smooth und die Darstellung dadurch noch schärfer zu machen. Und das funktioniert so lächerlich gut, dass ich an dieser Stelle jetzt einfach mal behaupte, dass wir endlich an dem Punkt angekommen sind, wo mehr DPI maximal für Virtual Reality Sinn machen. Leider ist das Panel aber dennoch nicht perfekt, und zwar aus zwei Gründen. Auf der einen Seite wegen der Helligkeit. Die ist zwar okay, also richtig Gedanken machen müsst ihr euch da nicht, aber gerade im Vergleich zu einem Note 8 oder S8 merkt man, dass da noch viel Platz für Verbesserung ist. Aber auf der anderen Seite hat das iPhone X auch ein Blueshift-Problem, wenn man das Display neigt. Es ist zwar bei weitem nicht so schlimm wie beim Pixel 2 XL und nervt auch absolut nicht im Alltag, aber es ist da und das sollte es bei diesem Preis nicht sein, vor allem, weil das Display sonst so extrem gut ist. Ein weiterer Vorteil von einem OLED-Panel ist aber natürlich der Stromverbrauch, weil schwarze Pixel nicht hintergrundbeleuchtet werden müssen und dementsprechend auch einfach nichts verbrauchen. Es gibt beim iPhone ja auch die Möglichkeit, den Bildschirm einfach auf schwarz-weiß zu stellen und die Farben so ein bisschen zu invertieren, dass mehr Pixel schwarz sind. Und beim iPhone X kann man das relativ clever als Stromsparmodus nutzen. Es ging zwar bei den alten iPhones auch schon, aber jetzt macht es halt eben auch endlich Sinn. Aber wie ist denn jetzt im Endeffekt die Akkulaufzeit? Ich würde sagen, nicht ganz so schlimm wie befürchtet.
alt, aber auch nicht so gut wie erhofft. Es ist besser als ein iPhone 8, aber nicht ganz so gut wie ein iPhone 8 Plus. Was heißt, dass man gut durch den Tag kommt, aber es jetzt auch nicht so ist, dass das Gerät mit Akku um sich wirft. Noch viel spannender als die Display-Technologie ist allerdings die Display-Form, die quasi fast dieselbe ist wie die Form vom iPhone selbst. Denn das Display geht zumindest fast über die gesamte Front und in jede Ecke rein. Unten und an den Seiten bleibt zwar ein Rand stehen, der auch nicht unbedingt der dünnste ist, aber durch die Symmetrie wirkt er irgendwie trotzdem angenehm. Doch oben... Tja, oben haben wir die berüchtigte Notch für die Frontkamera, den Telefonhörer und so weiter und so fort. Zweifelsohne ein Kompromiss, der zwar ein gutes Markenzeichen abgibt, aber definitiv auch seine Vor- und Nachteile hat. Ein Vorteil wäre zum Beispiel, dass man so wirklich viel Display in ein sonst sehr handliches Gehäuse stopfen kann. Das sieht nicht nur richtig beeindruckend aus, sondern gibt einem auch einfach mehr Platz für alles Mögliche, wie Apps jeglicher Art. Die Karten-App ist ein gutes Beispiel, weil man einfach mehr von seinen Umgebung sieht. Oder auch für Spiele wie Oceanhorn, die dann noch mehr mit ihrer Grafik glänzen können, weil man weniger Platz mit On-Screen-Controls verdeckt. Außerdem hat man mehr Platz für alles, das scrollbaren Inhalt hat, wie zum Beispiel einen Twitter-Feed oder einen WhatsApp-Chat, von dem auch dann noch mehr zu sehen ist, wenn man die Tastatur offen hat. Aber vor allem hat man mehr Platz für Text. Safari hat nämlich die angenehme Angewohnheit, alle Bedienelemente auszublenden, sobald man anfängt zu scrollen, und wenn das beim Lesen passiert, hat man nur noch Text von oben bis unten. Das ist so genial, dass ich, als ich das herausgefunden habe, erstmal 2 ganze Wikipedia-Artikel durchlesen musste. Nicht, weil die Themen so spannend waren, sondern einfach, weil der Prozess des Textlesens sich so gut und angenehm angefühlt hat. Aber trotz den Abrundungen hat das Display ein paar Ecken und Kanten. Das längere Seitenverhältnis und vor allem die Einkerbung lassen nämlich nicht immer eine wirklich sinnvolle Nutzung der Displayfläche zu. Nehmen wir zum Beispiel mal Websites im Querformat. Links ist die Notch, klar, da kann nichts hin, aber damit alles symmetrisch ist, wird rechts derselbe Platz freigelassen. Oder man nutzt unangepasste Apps oder schaut 16:9 Videos, da wird einfach immer nur der mittlere Teil des Bildschirms genutzt. Klar, das OLED-Display macht dann sein Ding und lässt die alten Displayränder einfach wieder zurückkommen, aber so fühlt sich das Ganze dann doch mehr wie ein 4,7 Zoll iPhone 8 an, nicht wie ein 5,5 Zoll iPhone 8 Plus. Und schon gar nicht so, wie sich ein 5,8 Zoll iPhone anfühlen sollte. Mich lässt das irgendwie hoffen, dass irgendwann noch ein größeres iPhone X Plus oder XL kommt, aber gut, das tut jetzt hier nichts zur Sache, denn wenn man volle 5,8 Zoll für Videos nutzen will, kann man das, denn es gibt ja noch den Video-Zoom-Modus. Der sieht beim ersten Hingucken vielleicht cool aus, ist aber so schlecht, dass ich ihn eigentlich nie benutze. Er zerstört nämlich in den meisten Fällen nicht nur das Framing, sondern schneidet auch massiv oben und unten Content ab. Aber auch wenn man theoretisch ein auf das Seitenverhältnis perfekt angepasstes Video sehen würde, wäre es immer noch so, dass die abgerundeten Ecken und die Einkerbung Content verdecken. Viele sagen ja, dass man die Notch irgendwann einfach ausblendet und vergisst, dass sie da ist, aber das kann ich so nicht unterschreiben. Eine Sache muss man Apple allerdings definitiv lassen. Während andere Hersteller auf ihren randlosen Displays die wegrationalisierten Knöpfe einfach stumpf wieder einblenden, haben sie die Navigation durch so ein Gerät mit Hilfe von Gesten deutlich cleverer umgesetzt. Um eine App zu schließen, wischt man einfach hoch. Will man ins Multitasking, wischt man erst hoch und dann zur Seite oder einfach diagonal, und um zwischen Apps zu wechseln, streicht man nach links und rechts über den unten eingeblendeten Balken. Das alles geht so schnell, es ist einfach unnormal, und dass man das Ganze auch dann easy benutzen kann, wenn das iPhone irgendwo liegt oder in einem Saugnapf im Auto hängt, macht die Sache nur noch besser. Außerdem finde ich es klasse, wie wenig Platz der Balken gerade im Vergleich zu Onscreen-Buttons wegnimmt. In vielen Fällen verschwindet er ja sogar ganz oder lässt zumindest zu, dass Content durch ihn hindurch gescrollt wird. Und das iPhone wird dadurch schneller. Zwar nicht wirklich, aber auf jeden Fall gefühlt. Denn dadurch, dass diese Gesten immer am eigenen Finger festkleben, kann man auch selbst bestimmen, ob man eine App eher langsam oder doch schnell
schließen möchte. Und das gibt einem einfach ein unglaublich gutes Gefühl. Aber es fiel ja nicht nur der Home-Button weg, sondern auch der eigentlich darin integrierte Touch-ID-Fingerabdruckscanner. Klar, Apple hätte ihn auch weiterhin irgendwie auf die Rückseite oder so packen können, aber spätestens seit dem Kopfhörerstecker wissen wir, dass diese Firma nicht wirklich dazu neigt, lange an etablierten Technologien hängen zu bleiben. Und deswegen gibt es für das iPhone X einfach Face ID, die Gesichtserkennung, die scheinbar sicherer als jeder Fingerabdruck ist. Der große Unterschied zu herkömmlichen Gesichtsscans besteht dabei darin, dass das iPhone X nicht einfach simpel die Frontkamera nutzt, sondern einem Infrarotstrahlen in die Fresse ballert, die in der Lage sind, die Tiefe eines Gesichts zu erkennen. Dass das Ganze dadurch auch in absoluter Dunkelheit funktioniert, ist ein angenehmer Nebeneffekt. Die Implementation mit dem Schloss, das sich öffnet, ist auch ganz gut gelungen. Zwar dauert es manchmal einen kurzen Augenblick, aber irgendwann gewöhnt man sich daran, schon vor dem Öffnen des Schlosses zu swipen und dann passiert der Rest im Hintergrund. Wenn alles gut läuft, fühlt es sich einfach so an, als wäre das Gerät immer offen, aber halt nur für einen selbst. Doch manchmal läuft es halt eben nicht gut. Zum Beispiel, wenn ihr aus einem komischen Winkel auf das Handy schaut oder ihr ein eineiiger Zwilling seid oder zu viel ultrahelles Licht im Hintergrund ist oder ihr wie ich dazu tendiert, morgens direkt nach dem Aufwachen so zerquetscht auszusehen, dass euch das iPhone nicht wiedererkennt. Alles in allem hat mich Face ID aber mega beeindruckt und der Fakt, dass es sich immer mehr und mehr an euer Gesicht gewöhnt, hilft dabei, Fehler seltener vorkommen zu lassen. Eine andere Sache, die durch die neuen Sensoren ermöglicht wird, ist der Porträtmodus für Selfies. Und naja, was soll ich sagen? So geil ist der einfach nicht. Ich weiß nicht, wie Apple da technisch vorgeht, aber ich habe das Gefühl, dass sie oft einfach das Gesicht scharf machen und ja, den Rest dann einfach blurren. Dennoch gibt es auch gute Nachrichten, denn bei der Kamera auf der Rückseite hat sich der Bokeh-Modus ebenfalls verbessert. Das iPhone X hat ja wie gesagt dieselbe Hauptkamera wie das iPhone 8, aber die zweite Cam ist im X optisch stabilisiert. Auf Deutsch heißt das einfach, dass der Zoom-Modus und der Porträt-Modus jetzt besser im schlechten Licht funktionieren. Immer noch nicht perfekt, aber endlich besser. Und das war ja jetzt auch echt lange genug peinlich. It's night in the city and I'm on my way back home. Humming on my favorite ditty, swinging like Natalie Cole. Aber was ist denn jetzt mein endgültiges Fazit zum iPhone X? Ich find's fast wahnsinnig gut. Es fühlt sich nicht mehr an wie ein iPhone, sondern wie das nächste Level. Es ist vielleicht technisch gesehen ein iPhone 8, aber beim Benutzen fühlt es sich an, als wäre es viel mehr als das. Klar, der Preis ist enorm, da kommt man nicht drum rum, aber er ist es auch irgendwie zurecht. Ist es deswegen jetzt sinnvoll, ein iPhone X zu kaufen? Auch irgendwie nicht. Ich meine, für das Geld, was dieses Smartphone kostet, kann man hier nach New York fliegen und eine Woche Urlaub machen oder sich 3 LG G6 kaufen. Aber mit dem iPhone X hat Apple es mal wieder und vielleicht sogar krasser als je zuvor geschafft, ein Objekt zu erschaffen, das man einfach haben möchte. Es ist vielleicht vergleichbar mit einer Rolex oder so, weil die kann im Endeffekt auch nur die Zeit anzeigen, so wie es eine billige Casio-Uhr oder so auch kann. Aber einfach die Verarbeitung, das Design und vor allem auch das Gefühl, was es einem gibt, wenn man es besitzt, ist halt einfach irgendwie was Besonderes. Und ganz genau deswegen ist es halt einfach so schwer, jemandem zu sagen, ob er sich jetzt ein iPhone X holen soll oder nicht, weil wenn man mit Sinn und Logik an die Frage herangeht, kann die Antwort eigentlich nur Nein sein. Aber auf der anderen Seite haben wir hier wahrscheinlich das aktuell beste Smartphone, was es gibt und auf jeden Fall das, das designtechnisch am krassesten ist. Aber ja, das war's jetzt mit meiner persönlichen Meinung zu Apples krassen 1000 Euro Telefon. Warum kostet das so viel, Mann? Aber eure Meinung interessiert mich natürlich auch. Also schreibt einfach mal unten in die Kommentare rein, was ihr vom iPhone X haltet. Und wenn ihr gerade dabei seid, könnt ihr mir natürlich auch gerne ein bisschen Feedback zu diesem Video dalassen oder dafür den Like- oder Dislike-Button nutzen. Aber ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao.